Hallo Ladies, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich koche heute zusammen mit euch und zwar Reis mit Zucchini-Streifen und Schafskäse. Das ist ein Rezept, das ich mir selbst ausgedacht habe. Es geht einfach schnell und ist vor allen Dingen super lecker. An Zutaten braucht ihr Reis eurer Wahl, eine Zucchini, Schafskäse, ich nehme von Patros die Genießerwürfel, Sonnenblumenöl, etwas Salz und Gewürze wie Pfeffer, Paprika und irgendwelche Kräuter. Ich habe jetzt Estragonblätter. Je nachdem, welchen Reis ihr verwendet und wie lange der Reis kochen muss, setzt ihr entweder zuerst den Reis auf oder ihr schneidet eure Zucchini in Streifen. Ich fange mit meiner Zucchini an. Ich habe sie schon gewaschen und werde sie jetzt in Streifen schneiden. Dann erhitze ich die Pfanne und gebe Sonnenblumenöl rein. Und dann gebe ich natürlich auch die Zucchini-Streifen in die Pfanne. Die Zucchinis kochen weiter vor sich hin. In der Zeit koche ich meinen Reis. Ich habe hier so einen komischen Beutel. Ist nicht das, was ich eigentlich wollte, aber gut, jetzt habe ich das daheim. Den muss man auf jeden Fall für 10 Minuten in kochendes Wasser geben. Das Wasser habe ich in der Zwischenzeit schon erhitzt. Und jetzt gebe ich meinen Beutel für 10 Minuten rein. In der Zeit würze ich jetzt meine Zucchini. Und zwar als allererstes mit etwas Salz. Ihr müsst natürlich das Ganze abschmecken, je nachdem wie salzig und scharf und würzig ihr das haben wollt. Dann kommt noch etwas Paprikagewürz dazu und mein Topf explodiert hier im Hintergrund. Dann etwas Pfeffer und Kräuter. Dann menge ich die Schafskäsewürfel unter. Die Pfanne kann ich mittlerweile auf 0 schalten. Und durch die Restwärme schmilzt der Schafskäse so ein bisschen. Ihr seht hier, wie er leicht Fäden zieht. Das ist mein Rezept für euch heute. Falls ihr es nachkocht, wünsche ich euch einen guten Appetit und gutes Gelingen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Live like a lady. Tschüss!